Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich würde jetzt gerne mit euch schauen, was die kommende Woche bereithält. Bitte nehmt nur das mit, was euch ein Beitrag ist. Lasst alles andere hier. Nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schaut auch einfach nochmal bei eurem Mond- oder Sonnenzeichen nach oder bei eurem Aszendenten. Der ein oder andere geht damit vielleicht ein bisschen mehr in Resonanz. Ja, und wichtig ist mir auch immer noch zu sagen, Karten sind Tendenzen und bitte, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Und wenn du Interesse hast an einer persönlichen Legung, dann melde dich doch gerne bei mir. Nähere Informationen dazu findest du im Infokanal. Meine lieben Widder, wir starten jetzt in die KW 45. Das ist die Woche vom 6. bis 12.11. Und ich werde einmal schauen, welche Hauptenergie für euch in dieser Woche wichtig und beitragend ist mit den Tarotkarten. So, ich hätte gerne für die Widder im Kollektiv eine Hauptenergie für die kommende Woche. Wie starten die Widder in die kommende Woche, beziehungsweise was ist hier am beitragendsten für die Woche zu übermitteln? Da hat es gestoppt. Und hier haben wir die 7 der Kelche. Ja, man hat viele Ideen, man kann jedoch im Moment nicht so wirklich irgendwas umsetzen. Man schaut eher auf diese 7 Kelche und überlegt, ja, was soll ich jetzt nehmen, was soll ich jetzt machen? Ist es vielleicht alles so ein Wunschgedanke? Man ist so ein bisschen vorsichtig. Ja, man hat auch Angst, dass man sich hier etwas zu schön redet oder man muss auch so ein bisschen aufpassen, ja, dass man ja nicht von außen auch so beeinflusst wird, dass man sich nicht entscheiden kann. Ja, eine spannende Energie. Wir schauen mal, was sich dazu weiter zeigt. Mit den Lenormand-Karten hätte ich jetzt für die lieben Widder gerne einmal den Siemerweg. So, da fällt die erste schon runter, die wollte raus. Und da haben wir die Reise, das Schiff. So, ich mische aber nochmal weiter. Ich kriege den Impuls, dass ich noch nicht fertig gemischt habe für euch. Jedoch wollte sich die unbedingt zeigen. Also irgendwas kommt hier in Bewegung, bedeutet das. So, noch 6 Karten für den Siemerweg, für die lieben Widder, für die kommende Woche. So. So, und dann hätte ich gerne eine Tarotkarte für die lieben Widder. Was ist hier für die Woche noch beitragend zu übermitteln, beziehungsweise wie gehen die Widder aus der kommenden Woche? Eine Hauptenergie für die Widder. Wie gehen die Widder aus der Woche? Beziehungsweise was ist hier noch beitragend für die kommende Woche zu übermitteln? Da hat es gestoppt. Da merkt man diese Unentschlossenheit hier mit den Kelchen eben, auch beim Mischen schon der Karten. Hier geht es um das Gericht, ja? Hier geht es darum, sich von irgendetwas zu befreien, jetzt zu handeln, auch wieder ins Handeln überhaupt zu kommen, ja? Mit 7 der Kelche steht man ja eher davor und weiß noch gar nicht, wo der Weg hingeht. Ja, hier geht es auch um Lösungen finden. Es ist auch so ein Aufruf, jetzt wirklich, komm, beweg dich, geh ein Stück weiter, ja? Vielleicht auch wirklich Neues zu beginnen, ja, Vergangenheit zu bearbeiten, sich zu befreien, aber auch wachsam zu sein mit dem Gericht. Also, im Kollektiv sehe ich, dass hier Leute entweder gerade auf einer Reise sind, aber ich glaube, die Reise hat viel mit euch selber zu tun und mit einem Gegenüber, ja, aus dem Außen. Ich spüre hier sehr, sehr viel Unruhe. Die Eulen sind immer stehen für Kommunikation, entweder unklare Kommunikation beziehungsweise
hektische Zeiten in der Kommunikation, viel Kommunikation, viele Informationen, die reinkommen, viele Dinge, die einem einfach noch nicht klar sind. Hier sind so die dunklen Wolken noch dran. Für viele im Kollektiv hat das mit einem seelischen Prozess von sich selbst zu tun. Man hat hier so ein bisschen das Gefühl, in so einem Art Nebel zu sein. Man kann diese neuen Wege im Außen noch nicht sehen, die man hier mit einem Gegenüber hat, beziehungsweise das kann ein Arbeitskollege sein, das kann ein Freund sein, das kann ein Partner sein, ja, irgendeine Person aus dem Außen. Das ist im Kollektiv hier auch für jeden etwas anderes. Ja, man möchte hier irgendwo einen seelischen Prozess beenden, um im Außen neue Wege zu gehen mit jemandem. Ich bin gespannt, welche Seelenbotschaft wir für euch dazu noch bekommen, liebe Widder. Ich hätte gerne eine Seelenbotschaft. Was ist hier im Kollektiv der Widder am wichtigsten und beitragendsten noch zu übermitteln? Was hilft den Widdern für die kommende Woche am meisten weiter? Eine Seelenbotschaft, bitte. Da hat es gestoppt. Musik. Es geht nur um die Töne, die dich glücklich machen, die dir gut tun. Nimm dir bewusst Zeit und Raum für deine Seelenmusik und genieße sie. Ja, höre bitte der Musik deiner Seele zu, ja? Was möchte deine Seele dir mitteilen hier? Und höre vielleicht auch einfach mal auf Lieder, welche Impulse kommen dir dazu. Aber viel geht es darum, wirklich das eigene, die eigenen Seelenmusik zu hören, in die Stille zu gehen. Wirklich zuzuhören, was ist da und was möchte ich eigentlich? Welchen Kelch möchte ich nehmen? Aus dieser Starre rauszukommen in die Handlung, in das Gericht, in die Entscheidung, ja, hier neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Ich hätte jetzt gerne eine Portalkarte für meine lieben Widder im Kollektiv. Was ist hier noch am beitragendsten zu übermitteln? Was bringt die Widder in der kommenden Woche am weitesten? Welche Information? So, und hier haben wir den Heiligen Gral. Innere Entdeckungsreise, Heiliges finden, du bist, was du suchst, ja. Deine eigene, Leute, es ist sehr, sehr passend. Die eigene Musik, die eigenen Impulse zu folgen, ja. Diese innere Entdeckungsreise, wo ist mein Seelenweg, ja. Diese Unruhe loszulassen, in andere Wege, in Entscheidungen zu gehen, liebe Widder. Spannende Energie. Jeder weiß, in welchem Bereich er hier gerade Entscheidungen treffen muss im Kollektiv. So, ich hätte gerne noch ein Krafttier bzw. eine Botschaft von einem Krafttier, was hier am beitragendsten für die Widder ist. Was bringt die Widder in der kommenden Woche am weitesten? Was ist am meisten Beitrag? Energetisch das Reh, freundlich und höflich bleiben, sich eine schöne Zeit machen, herausfinden, was man wirklich will. Ja, es geht um dieses Herausfinden, was man wirklich will. Die Seelenmusik, ja, die innere Entdeckungsreise. Was möchtest du wirklich, lieber Widder? Wohin soll dich dein Seelenweg hier bringen? Ja, hier geht es um einen Seelenweg bei euch, ganz, ganz klar von der Energie. Spannende Energie auf jeden Fall. Ich werde jetzt nochmal eine Engelskarte für euch ziehen. Welcher Engel ist dem Widder hier im Kollektiv am beitragendsten? Beziehungsweise welche Botschaft bringt den Widder in der kommenden Woche am weitesten? So, da hat es gestoppt. Das ist Caresa. Ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen. Bitte deine Engel um Beistand und Führung für deinen nächsten Schritt. Nun erwartet dich Freude. Ja, irgendetwas, ja, ist zu Ende gegangen. Ihr steht jetzt hier vor den neuen Kelchen, wollt gucken, welche der sieben Kelche nehme ich denn jetzt? Ihr fahrt hier wirklich auf eine unruhige Zeit am Anfang noch hin. Ihr seid euch sehr, sehr unsicher. Ihr werdet aber euren Seelenweg über euer Inneres finden, ja?
innere Entdeckungsreise, der Seelenmusik zu folgen, ja, herausfinden, was man wirklich will, und dann kann man hier mit dem Gericht die Entscheidung für neue Wege im Außen führen, ja. Also eine mega spannende Energie, meine lieben Widder. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier auf dem Kanal. Ich freue mich über jedes Teilen, über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch. Und bis bald. Eure Sophia, ne? Tschüss.